Mittelrheinliges Düren empfängt Regionalligist Fortuna Köln in der Saisonvorbereitung. Vor dem Spiel rückt der Fußball aber in den Hintergrund. Beide Mannschaften gedenken dem Dürener Joel Guerna Jiménez, der in der Nacht zum Samstag in Köln niedergestochen wurde. Er wurde nur 18 Jahre alt und hat bei beiden Teams gespielt. Der Schock über diese Nachricht geht aber über beide Clubs hinaus. Der Schnitt zum Sportlichen ist ein sehr harter. Beide Teams haben die Ambitionen, in ihren Ligen aufzusteigen. Die erste Chance in dieser Partie gebührt Fortuna in den dunklen Trikots. Owusu zum ersten, im zweiten legt er auf für Mbongo Boele. Pfosten und Knie Dautzenberg retten für Düren. Doch die können die Situation nicht richtig klären. Noch einmal Owusu, dann kann Dautzenberg aber Ruhe in das Spiel bringen. Auf der anderen Seite versucht sich Düren mit einer Flanke von der Grundlinie. Buhr verschätzt sich und da ist Prasnic mit dem Kopfball aus nächster Nähe. Die Fingerspitzen des Keepers verhindern aber Schlimmeres. Das ist alles, was die erste Halbzeit an Herzschlagmomenten zu bieten hat. Die zweite Halbzeit kann nur aufregender werden. Fortuna mit der Ecke auf den Kopf von Gianluca Rumpf. Der 22-jährige Verteidiger köpft aber knapp vorbei. Fortuna ist nun wesentlich aktiver und einsatzfreudiger. Brandenburger krätscht ab. Hamafi sieht Uba Buike und der stellt auf Fortuna 1, Düren 0. Stark herausgespielt. Uba Buike wiederholt seinen Torerfolg vom letzten Test gegen Schott Mainz. Mit ihm ist auch zu rechnen, wenn Fortuna Köln kommende Woche gegen Wegberg Beek die Mission Wiederaufstieg in der Regionalliga West angeht. Doch auch der erste FC Düren hat 3 Zähne zugelegt im Vergleich zur ersten Hälfte. Sie wollen auch ihre Aufstiegsambitionen unterstreichen. Das gelingt ihnen. Sie gehen vehement auf den Ball. Vincent Geimer verschafft sich dort Platz, versucht es. Zuerst wird der Ball abgefangen. Auf dem zweiten Bildungsweg ist er dann drinnen. Najombe versucht zu retten. Doch die Schiedsrichter zeigen an, der war drinnen. Düren gleicht aus. Geimer nutzt einen Moment der Schwäche in der Abwehr der Fortuna. Ein sehr routinierter Mann. Sollte er zum Saisonstart kommende Woche am Freitag gegen seinen Ex-Club Viktoria Arnoldsweiler auflaufen, feiert er seinen 150. Einsatz in der Mittelrheinliga. Ob der Ball in diesem Fall über der Linie war, können wir leider nicht genau beurteilen. Und Fortuna Köln, die reagieren mit dem Gegenstoß. Ismail Hanafi nutzt einen Moment der Verwirrung bei Düren aus und bringt seine Farben wieder in Führung. Er ist einer der Neuzugänge auf Seiten von Fortuna Köln. Er kommt aus der U19 von Borussia Mönchengladbach. Hier lässt er sich nicht lumpen und erwischt Justin Dautzenberg auf dem komplett falschen Fuß. Es geht hin und her. Wieder ein Blick auf die andere Seite. Freistoß von Georgi Antoski, der studierte Betriebswirtschaftler, findet den Kopf von Nico Perey. Der kann den aber nicht optimal nehmen. So verpufft auch diese Gelegenheit. Das will Fortuna besser hinkriegen. Wieder eine Ecke und dieses Mal geht sie rein. Leon De Mai vom 16er Rand, 3:1 für Fortuna Köln. De Mai hat wie Uba Buike gegen Schott Mainz getroffen. Dass er Tore schießen kann, das sollte der Westen mittlerweile wissen. Letzte Saison hat er 11 Tore für die Sportfreunde Lotte erzielt und so den Klassenerhalt gesichert. Düren ist trotzdem gut in der Partie, der Klassenunterschied ist weiterhin nur unter dem Mikroskop deutlich. Leon Rurik mit der Ballannahme und dem Schuss ins kurze Eck. Anschlusstreffer 2:3 aus Sicht der Gastgeber. Es ist eine Partie der interessanten Tore. Knappe Entscheidungen, verkorkste Abschläge und Gewusel im Strafraum. Fortuna Keeper Spur macht hier das kurze Eck auf. Der Neuzugang von Borussia Freiraldenhofen sieht die offene Tür und tritt ein, beziehungsweise er tritt rein. Die letzten Minuten brechen an. Der erste FCD drückt auf den Ausgleich in der Schlussphase. Angriff über Vincent Geimer. Dominik Lanius geht dazwischen. Und dann zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Es gibt Elfmeter für den ersten FC Düren. Marvin Koll hat keine Wahl. Er zeigt Dominik Lanius noch die gelbe Karte. Und nun hat Düren die Chance, das Engagement auch im Ergebnis zu würdigen. Georgi Antoski ist der Schütze gegen Felix Buhr. Antoski unten rechts, eine ganz sichere Nummer. Düren gleicht kurz vor Ende, noch aus. Antoski, ein ganz sicherer Elfmeterschütze. Das hat er auch beim 5:3 Erfolg im Kreispokalfinale vor einigen Wochen gegen die Sportfreunde Düren gezeigt. Dort erzielte er zwischenzeitlich das 2:1. Eine zweite Halbzeit mit vielen Highlights geht zu Ende. Das 3:3 ist ein gerechtes Ergebnis in diesem Testspiel. Das Fazit zu dieser Partie liefert Düren-Trainer Giuseppe Brunetto am Mikrofon von Fabian Basdorf. Ich denke, dass die Zuschauer sehr, sehr
schönes Spiel gesehen haben, unabhängig der Tore. Also wenn man 6 Tore sieht, dann ist man als Zuschauer immer zufrieden. Ich glaube aber auch, dass es ein temporeiches Spiel war von beiden Seiten. Beide haben immer mutig nach vorne gespielt. Wir hatten phaseweise, hatten wir in der ersten Halbzeit Probleme, was Fortuna auch sehr, sehr gut gemacht hat, immer wieder die Halbfelder gesucht hat mit ihren Außenstürmern, die dann immer wieder in die Halbfelder reingerückt sind und die Außenverteidiger hochgekommen sind. Da hatten wir die ein oder andere Abstimmungsprobleme, haben es dann Mitte der ersten Halbzeit auch immer besser gelöst, finde ich. Auch in der zweiten Halbzeit sind wir gut reingekommen, haben versucht, da mitzuspielen, immer mutig nach vorne zu spielen. Wohl wissend, dass Fortuna natürlich, wenn sie einmal ins Rollen kommen, dass es dann schwer wird. Das haben sie über die gesamte Spielzeit gezeigt. Vor dem Saisonstart testet Düren nochmal gegen eine Fortuna, nämlich gegen die zweite Mannschaft aus Düsseldorf. Sie zeigen aber bereits, dass sie in der Mittelrheinliga ein Favorit für den Aufstieg sind.